Ja, Jochen. Ja, tolle Saison, starke Saison habt ihr gespielt. Immer oben mit dabei. Teilweise mit großer Chance auf den Relegationsplatz. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, nach der vorherigen Corona-Saison und Trainerwechsel und Spielausfällen ja, wart ihr nicht gut dran? Eigentlich konntet ihr froh sein, dass die Saison dann doch noch abgebrochen wurde, weil sonst hätte ich euch auf dem Abstiegsplatz gesehen. Von daher aus habe ich wirklich geglaubt, ihr kämpft gegen den Abstieg in dieser Saison. Und dann tauchte ein Team auf, das sich zusammenreißt, das teilweise wirklich richtig guten Fußball auch gespielt hat und ist oben mit dran. Also dafür herzlichen Glückwunsch, meinen aufrichtigen und freudigen Dank. Es hat teilweise richtig Spaß gemacht, bei euch dabei zu sein. Wie hat das Team die Saison erlebt im Gesamten? Ich glaube, wie du schon gesagt hast, ich glaube, keiner hat damit gerechnet. Wir haben ja am Anfang auch gesagt, ja, wir schauen mal, wir wollen so viele Punkte holen wie möglich, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dass es natürlich dann so gut funktioniert hat, muss ich sagen, haben uns auch ein bisschen überrascht. Vor allem die Vorrunde Ja. war natürlich sehr gut, wo wieder der einzigste Wermutstropfen war vielleicht das letzte Spiel gegen Randers-Acker. Ja, da gibt es zwei geteilte Meinungen. Ja, Randers-Acker hat aber verdient gewonnen. Absolut, das sehe ich auch absolut. so. Natürlich hat man da gesehen, dass viele Spieler da gefehlt haben, Ja. dass einige nicht da mitmachen konnten. Hätten wir vielleicht das Spiel ein wenig anders da gestalten können, hätte es anders da ausgeschaut. Aber wenn man dann trotzdem sieht, wie wir aus der Rückrunde, beziehungsweise dann in die Rückrunde reingegangen sind, wir sind reingegangen locker, Ja. haben gesagt, okay, wir schauen, was ist. Ja, und dann kam aber irgendwie das Problem aus, dass die anderen Mannschaften verloren haben und wir sind Ja. rankommen. Ja. Die 7 Punkte, die waren fast weg, sondern wir hätten sie egalisieren können. Und ja, und dann kam irgendwie, ich weiß nicht, dann hat es nicht mehr so funktioniert. Ja, ich fand es Das Ganze. interessant, dass dann jetzt so die letzten sechs, Ja. sieben Spieltage vor dem Ende alle Mannschaften, die oben stehen, bis auf Kürnach natürlich, darüber brauchen wir gar nicht reden, die werden souverän natürlich aufsteigen, verdientermaßen. Aber alle Mannschaften, die oben stehen, haben plötzlich Federn gelassen und zwar gewaltig. Und da waren natürlich schon die Hoffnung da bei mir, Mensch, ihr könnt das packen, zumindest Relegation zu spielen. Und ja, aber ihr habt es dann auch Federn gelassen, wie alle anderen auch. Ja, ich meine, man musste auch zusagen, die Rückrunde hat einfach auch nicht gepasst. Ja. Ne? Und da muss man auch fair sagen. Auch wenn die anderen verloren haben, ich glaube, wir hätten es auch nicht verdient gehabt, im Moment Zweiter zu sein. Ich sage immer, man muss auch dafür was tun. Und wir haben einfach zu wenig gemacht. Ja. Das war so. Ja, und ihr habt euch sehr viel Druck gemacht. Das Dann. kam auch noch mit dazu. Ich glaube, der Druck einfach zu sagen, okay, wir gucken, was ist, wir schauen von Spiel zu Spiel. Das hätte man, glaube ich, weitermachen Ja. sollen. Das war irgendwie nicht der Fall. Aber auch noch immer, was ich gerade eben auch schon gesagt habe, man muss was dafür tun. Und wenn man teilweise mit 6, 8 Mann beim Training steht, teilweise schauen muss, dass man 11 Mann zusammenkriegt, Ja. am Sonntags bei den Spielen, Ja. ja, da braucht man nicht über einen Aufstieg zu Nein, reden, nein. sondern da gibt es andere Mannschaften, die bestimmt da das verdient hätten, auch vom Einsatz her. Und ja, Randers-Acker oder Krombühl, sage ich ehrlich, ist mir eigentlich egal. Ja. Ich wünsche beiden viel Glück, was damit ist. Und deswegen, wir haben eine gute Saison gespielt. Absolut. Ja, wir sind mit dem 4. Platz sehr happy. Ja, die ganzen, wir haben die Leute teilweise aufgebaut, wir haben teilweise Leute weiterentwickelt. Das, was immer so von uns ein Ziel ist. Ja, die Jungs haben Spaß gehabt, hier Fußball zu spielen. Ja, das soll es erstmal im Vordergrund sein. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ihr solltet die Saison wirklich für euch mit einem sehr, sehr positiven Gefühl abschließen und euch einfach darüber freuen, weil ihr es verdient habt, euch darüber zu freuen, so eine Saison gespielt zu haben und einfach nicht einen Relegationsplatz nachzutrauern. Also ich glaube, das machen wir auch nicht. Ja. Ich glaube, wir sind da alle, also ich glaube, oder viele auch einer Meinung, dass wir gucken müssen. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, die Mannschaft wird sich verändern. Es werden ein paar gehen, ein paar viele gehen. Ja. Da stellen sich Leistungsträger. Leistungsträger auch. Also heute letzter Spieltag in der Saison. Die DJK muss sich leider von ein paar Leuten verabschieden.
Fällt mir ehrlich gesagt auch schwer. Ich hätte euch gern nächstes Jahr auch wieder bei uns gesehen. Aber manchmal ist es so. Und das Gute ist ja, dass man sagt, man sieht sich im Leben immer zweimal. Und von der Seite würde ich jetzt sagen, darf der Alex Orff als erstes zu mir kommen. Großen Applaus bitte. Alex, danke für deinen Einsatz. Ich wünsche dir alles Gute bei deinem neuen Verein. Hast recht, dass du es ausprobierst. Und du hast da gedanklich so eine Edelfan-Karte. Das heißt, du kannst jederzeit zu uns zurückkommen und wir freuen uns jederzeit. Freier Eintritt für jedes Heimspiel. Das auch. Also, Dankeschön. Lass doch nicht ein Euro. Gern darf. Alex. Als nächstes. War schon mal da, war weg, jetzt war er wieder da, jetzt geht er wieder weg und dann kommt er wieder, hoffe ich. Philipp, Clemens. Auch dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Kleines Andenken an uns. Und auch, wie gesagt, für dich jederzeit gerne zurückkommen, Spiele bei uns anschauen. Wir freuen uns über jeden Besuch. Auf jeden Fall. Ja? Vielen Dank. Ja, und der Letzte, Sir Philipp Hirschmann, gefühlt Jahrzehnte bei uns, obwohl du noch gar nicht so alt ausschaust. von mir ja, persönlich, Philipp, weil das wissen viele ja hier nicht, du warst auch in der Abteilungsleitung tätig, also nicht nur als Spieler, hast mir da auch sehr viel unter die Arme geholfen, dafür meinen größten Dank. Und jetzt wird es gerade ein wenig schwer, aber wir haben viel hier erlebt. Aufstiege, Abstiege, Diskussionen, Ärger, Freude, Streit, gehört, glaube ich, alles zum Vereinsleben dazu. Und es war einfach schön, dass du bei uns warst, war eine Ehre. Und vielleicht findet die Liz und du ja auch ein Haus irgendwo in Würzburg in der Nähe, dann jederzeit gerne wieder zu uns. Ja? Also Philipp, danke. Erstmal das Spielergeschenk quasi. Und nachdem du ja, wie gesagt, auch etwas mehr Zeit auf jeden Fall die letzten Jahre geopfert hast, aber einmal ein Andenken, wo du dir noch überlegen kannst, ob du da Unterschriften drauf haben möchtest oder nicht, weil ich da sowas gehört habe. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen auf deinen Mist gewachsen, dass das hier ins Leben gerufen wurde bei uns. Und von der Seite, denke ich, ist das ein schönes Andenken und findet bestimmt in eurem Haus ein Plätzchen. Ja? Ja. Vielen Dank. Danke fürs Mitmachen, gutes Spiel und vor allem deine Verletzung. Wenn man Abschied nimmt, geht nach unbestimmt mit dem Wind wie Blätter wehen. Singt man Abschiedslied, das sich im Fernweh dreht, beim Horizont Salz und Teer. Wer singe püngelt schnürt, sög wohin gehört, et wen zuffu, i do eizus. Man lässt vieles hier, Freund, ich danke dir für den Kuss, den letzten Gruß. Ich will weitergehen, keine Tränen sehen, so ein Abschied ist lang noch kein Tod. Niemals geht man so ganz, irgendwas von Sunset.
Zeit wund, Fliehstück mit, ob singen will ich. Doch dann lass mich los, sieh, die Welt ist groß. Ohne Freiheit bin ich fast schon wie tot. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz. Dank euch. Auf jeden Fall, ich werde euch arg vermissen und meine Kameras auch. Das gebe ich offen zu. Highlight immer, euch zu sehen. Deine Tore. Unsere dein Tore. Einsatz. Unsere Tore. Ja. Unsere. Weiß ich nicht. Nee, auf jeden Fall alles Gute für euch. Vielen Dank. Bleibt gesund und rockt die Ligen, in denen ihr spielt. Machen wir. Und vergesst die DJK nicht. Machen wir einfach. Dank euch. Danke. Wir danken dir. Es muss absolut grün werden, okay? Grün? Super grün. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Manuel. Happy Birthday to you! Letztes Saisonspiel. Alle guten Mutes, zuversichtlich ja. Und feiern eine erfolgreiche Saison. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So wollen wir das heute sehen. Schiri ist auch da. Natürlich. Aber die Pfeife bleibt heute stumm. Echt? Ja, zumindest einmal anpfeifen und einmal abpfeifen. So ist es. Sing Glöckchen, Fingerlingeling, sing Glöckchen, sing. Keiner wird es wagen, die E.O.K. zu schlagen. Sing Glöckchen, Fingerlingeling, sing Glöckchen, sing. Face. Ha! Man, we all feel about the place. If that chick don't wanna know, forget her!
written was gold, blood was spilled. The bullet was not a fact, you better let him. Let you box in the corner, blessed and I'm my favorite song. The nights are getting warmer, walking out to the summer cold. Now that the boy is here again, boys are back in town, boys are back in town. Boys are back in town, so boys are back in town. Boys are back in town, boys are back in town. Boys are back in town, boys are back in town. Boys are back in Spaß haben, aber ich glaube, wir haben auch letzte Woche Gas gegeben und nur dann macht es Spaß. Und wenn wir hier kein Gas geben, macht es keinen Spaß. Vollgas, jeden Zweikampf und keine dummen gelben Karten. Wer sich eine schlaue gelbe Karte holt, ist für mich. Doch. Okay? Okay? Auf geht's. Ein letztes Mal. Auf geht's. Wer seid ihr? Wir sind wir! Wer sind wir? DRK! Auf geht's, Männer, von der ersten Minute an! Kai, du bist da? Ja. Schieb mal raus! Er hat zu billig! Das war jetzt natürlich wieder sinnbildlich für den Hirschmann seine Karriere hier. Ja, Mann. Mario, lauf! Jungs, Abstand zu groß! Bleibt hochstehen! Komm ran! Ja, da hin! Dynamite!
show. It's rock and roll. Right before your eyes, people laugh from the skies. Laughs until he cries, then he dies. Show, it's rock and roll. Ja, 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 ja
Jungs, wenn der Toni drauf geht, gehen wir auch drauf! Jawohl, jawohl. Ja, Mario, geh, 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 geh. Bleib mal hoch stehen! Bleib mal hoch stehen! Hi, du bist hier. Der kommt da nicht hin. Kai, Kai, komm. Jawohl. Mario, komm. Ah, schade. Gute Idee. Mario, komm. Und rüber. Lars! Ja, ja, okay. Okay, okay, immer noch okay. Jawohl. Klasse, danke. Jawohl, und wechseln, wechseln, wechseln. Bitte. Jawohl, hier! Yes. Ja, du musst anlaufen, und Timo, du musst anlaufen. Die machen das gerade hier, die lassen einen rein. Und dann ziehen die jetzt zum Beispiel mal.
der Lars.
Männer, raus, raus, raus! Jochen! Jawohl, jawohl, geh! Hey! Lauf, Kleinweg! Hey! Kopf ab, Kopf ab, Kopf! Ja, mal den Okay.
Klasse, Männer! Weiter so! Stolz auf die Jungs in dieser Saison? Definitiv. Kann man auch sein, finde ich. Also ja, wir waren ja knapp dran und ja, es war lange spannend. Und ja, genau, ihr habt es spannend gemacht, aber letztendlich ist es genau richtig so für diese Saison und heute der Abschluss, vierter Platz. Ist ein schöner Abschluss, gerade für die, die jetzt auch gehen und freut mich, dass die sich so verabschieden können. Das freut mich auch. Ich hoffe, der Alex macht noch ein Tor. Dann ist der Trio Infernale heute komplett mit dem Tor. Das wäre dann perfekt, richtig. Absolut. Ich danke dir, Peter. Gerne. Toni, wechsel mit Erik, bitte. Ja, haben wir schon gesagt. Papa, und dann! Und dann! Bleib! Auf! Jochen. Jawohl! Silas! Jetzt kommt er! Jawohl, Silas! Ich bin ein Eisbär. Oh. 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 Geil, Meister! Ja,
Fußball beim Ausgreifen. Jawohl, Andy! Raus! Nimmst du mit, Fabio?
Der Turbo! Ja, Mann! Hier kommt da! Ja! Komm, Timo. Timo, rechts. Guter Weg. So. Einfach hoch. Super, Elfie. Oh ja. Kann ich dann auch hier links spielen? Ja. Jochen! Alleine! Gotta see the show! Oh. It's
show. It's rock and roll. Right before your eyes, people laugh from the skies. Laughs until he cries, then he dies. Show, it's rock and roll. Mario, Flanke ist jetzt aus. Pass auf, was er jetzt macht. Ja. Oh ja! Oh. Hey! Abseits! Was ist denn mit dem Dreier los, ey? Ja, Mann! Ja, Mann!
Geht wieder raus. Wir haben es nicht verkündet. Ja, komm mal. Kurz ein geiler Moment. Okay, aber Alkohol ist nicht so kostet. Philipp, komm mal ran jetzt, ihr Fans. Hast du jetzt noch rein? Ich sage Hirsch, ihr sagt Mann! Hirsch! Mann! Hirsch! Mann! Hirsch! Mann! Wuhu! Oh, mein, 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 mein. Oh. Bleibt auf jeden Fall mal alle da, wir machen alle zusammen auf dem Platz. Gib mal, gib mal! Boah, ist der frei. So, Schiri, die sind jetzt müde. Gotta see the show. It's a dynamo. Gotta see the show. It's rock and roll. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, es werden drei wunderbare Spieler die DJK verlassen. Danke für die Zeit zusammen. Ich hoffe, ihr kommt da, wo ihr ankommt, gut an. Und jetzt schreien wir alle zusammen mal. Also komm, geh mal irgendwie, guck mal irgendwie, dass wir irgendwie zusammenkommen. Ich setze mich erstmal in die Mitte. Jetzt krieg ich gleich einen Kreislaufkollaps. Auf unseren Sieg! Auf Philipp Hirschmann! Auf Alexander Hoff! Auf Toni! Ein dreifach kräftiges Himmel! Ja, und in der Kreisklasse seid ihr wer? Ihr seid ein Highlight, zumindest für mich in der Kreisklasse. Und ja, ich war und werde auch weiterhin sehr gern bei euch sein. Ist so mittlerweile mein filmisches Zuhause geworden in Würzburg. Darüber freue ich mich einfach sehr, weil es einfach von den Bedingungen zum Filmen einfach klasse ist. Ihr seid so kooperativ, was mich betrifft und was die Kommunikation betrifft. Und ihr macht es mir sehr leicht zu arbeiten. Und das empfinde ich natürlich als sehr angenehm. Dankeschön. Also schließen wir die Saison ab mit der Aussicht, weiterhin ein gutes Team zu haben für die neue Saison. Vielen, vielen Dank. Grüß zu Hause. Mari, Mari. Und wir sehen uns. Alles klar. Danke dir wieder. Danke dir. Ciao, ciao. Hop, hop.